Sebastian, 29 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Sebastian. Na? Na, ich bin tierisch aufgeregt, tut mir leid. Macht nichts. Ich kann das verstehen. Um was geht's denn, Sebastian? Also es geht um eine Sexparty, die ich letzten Samstag hatte. Mhm. Und meine Freundin ist jetzt ziemlich eifersüchtig. Also du hattest, was heißt hatte? Hast du die gegeben oder warst du dort? Nein, die hat meine Freundin praktisch gegeben. Also Sexparty ist ein bisschen übertrieben, wir waren zu viert. Ja. Wir waren zu viert und zwar war das meine Freundin, eine gute Freundin von ihr, mhm, und mein bester Freund. Ja. Und wir haben uns zu viert getroffen. Ja. Geplant das Ganze als Sexparty oder hat es sich so ergeben? Nein, das war geplant. Mhm. Und zwar hatten wir das vorher schon mal ausprobiert. Ach so. Jeweils zu dritt, also einmal mit der Freundin, mhm, und meine Freundin und ich. Mhm. Und einmal mein Kumpel und, mhm, und meine Freundin und ich. Mhm. Also zweimal so ein Treffen zu dritt. Ja, und du hast mir gedacht, machen wir es mal zu viert. Genau. Ja. Was passiert denn da auf euren heißen Sexpartys? Jetzt zum Beispiel auf der letzten. Also, naja, was ist passiert? Also wir haben, ich habe mich mit meinem Freund vor ihrer Haustür, also vor, meine Freundin wohnt nicht bei mir, sondern wir haben getrennte Wohnungen. Mhm. Und ich hatte mich mit meinem Freund verabredet, die Mädchen hatten sich schon vorher, eine halbe Stunde vorher ungefähr, getroffen, ja, und sich so ein bisschen auf uns vorbereitet und wir, ja, kamen dann also an. Ja. Wie haben die sich vorbereitet? Sie haben sich ein bisschen aufreizend angezogen. Ja. Also ziemlich aufreizend, kann man sagen. So haben sie euch dann an der Tür auch empfangen? Ja, genau. Wie, in Strapsen, Negligé oder was? Ja, Strapse, also meine Freundin, hey, hatte Strapse an. Ja. Und so ein, ja, so ein Mäntelchen über, so ein Seidenmäntelchen. Ja. Und ja, die Freundin hatte halterlose Strümpfe. Mhm. Welche Farbe? Rot waren. Rot, ja. Meine Freundin in Schwarz, ja, und die Freundin in Rot. Ja. Das ist ja schon mal ein schöner Anfang, ne? Man kommt in die, ja, Wohnung rein und sieht die Mädels so. Wahrscheinlich wird dann gleich ein Glas Sekt oder was, irgendwas angeboten zu trinken. Genau, genau. Ja. So, und dann? Also die Damen hatten auch schon, ja, sie haben sich eine Flasche Martini geteilt. Hatten die schon einen gezischt vorher? Die hatten sich schon mal ein bisschen, ja, damit die Hemmungen fallen. Ist klar. Ja, und unser Lampenfieber hat sich dann auch gelegt und, ja, ja, dann haben wir es uns mit den Mädchen erstmal so im Wohnzimmer gemütlich gemacht und haben mit denen was getrunken, dann haben sie uns langsam ausgezogen. Ja. Dann haben wir sie auch noch ausgezogen, denn sie hatten ja noch was an, ja, das auch noch ausgezogen. Ja. Dann haben wir uns ins Schlafzimmer zurückgezogen, alle zusammen. Und dann ging es zur Sache? Dann ging es zur Sache. Ja, kreuz und quer? Naja, also was nicht ist, ich habe nicht mit meinem Kumpel, ja, geschlafen oder, ja, ihn angefasst. Ja. Ja, weil ich also doch pur hetero bin. Ja, aber sonst so ging es kunterbunt durcheinander. Eigentlich. Ja. So, jetzt ist die Freundin sauer. Jetzt ist die Freundin sauer. Warum? Ja, also das war ziemlich zum Schluss, nachdem das also eigentlich alles super gelaufen ist. Ich hatte grandiosen Sex erst mit der Freundin und dann mit meiner Freundin. Mhm. Obwohl meine Freundin von dem Sex mit ihr jetzt irgendwie konnte sich heute nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht warum. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir einen Orgasmus hatte. Da sagt sie, weiß ich nicht. Mhm, ist auch, auch nicht so schmeichelhaft. Sie sagt, toll. Tja, aber das, ja, Dumme ist, und jetzt kommt eben das Problem, ja, ich habe zum Schluss, nachdem meine Freundin, wir hatten dann, nachdem wir fertig waren, saßen wir wieder im Wohnzimmer, weil man da also auch rauchen konnte und, mhm, wir saßen also wieder auf der Couch und meine Freundin hat das Wohnzimmer verlassen, war weg. Ja. Ich habe mich eigentlich gar nicht groß drum gekümmert, wo sie jetzt ist. Und dann habe ich, als sie eine ganze Weile weg war, bin ich mit der anderen Freundin tiefer ins Gespräch gekommen und ich habe ihr ja gesagt, wie schön ich es mit ihr fand. Mhm. Und währenddessen, ja, war deine Freundin noch draußen? Hm? Währenddessen war deine Freundin noch draußen? Genau. Was ist jetzt los? Ist sie jetzt eifersüchtig auf die andere oder was? Ja, anscheinend. Hat sie dir das jetzt heute so gesagt, dass sie eifersüchtig ist? Oder danach, nachdem die weggegangen sind? Nein, und zwar kam dann meine Freundin, auf einmal stand sie im Zimmer, ja, hat also nur den letzten Satz mitgehört, ja, irgendwas, was ich gesagt habe, das habe ich mit meiner Freundin nicht. Sowas wie eben habe ich mit meiner Freundin nicht. Also, ach so, ja gut, das natürlich dann auch. Also du hast zu der irgendwie gesagt, das habe ich mit meiner Freundin so noch nicht erlebt oder irgend so ein Satz. Ja, in dem Moment kommt sie rein. Ist natürlich dann. Das war nur völlig aus dem Zusammenhang gerissen irgendwo. Mhm. Nur dachte meine Freundin, wir unterhalten uns die ganze Zeit hinter ihrem Rücken über sie. Mhm. Und ich breite jetzt aus, wie ja, mein Sex mit ihr ist und so. Und das hat ihr also nur gar nicht gefallen. Und gab es dann gleich eine Szene
in der Gruppe. Dann gab es eine Szene in der Gruppe. Mein Freund hat gesagt, also das muss er sich hier nicht anhören. Dafür hat er schon zu viel mitgemacht, so nach dem Motto. Ja. Und dann der ist gegangen? Ja. Und die andere Frau ist auch gegangen? Nein, die andere Frau ist da geblieben. Ich bin mit meinem Freund mitgegangen. Ach so, gesagt, so. Das war am Samstag. Heute haben wir Montag. Hast du am Sonntag oder heute mit deiner Freundin gesprochen? Also ich habe Sonntag, ich bin dann mit meinem Freund in eine Kneipe gegangen, mhm. weil eigentlich war geplant, wir übernachten alle da. Mhm. Und ist aber mein Freund eben erstmal aus der Wohnung raus und ich habe gesagt, ich lasse ihn jetzt nicht alleine weggehen. Ich gehe mit ihm mit, wir waren noch einen trinken. Dann bin ich in die Wohnung zurückgekommen, da schliefen die beiden Mädels seelenruhig, also ganz friedlich lagen sie im Bett und schliefen. Mhm. Dann habe ich gesagt, also da lege ich mich jetzt nicht dazu. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, habe gesagt, ich bin nach Hause gefahren, bitte ruft mich morgen früh an, wenn ihr aufwacht. Gut, so jetzt will ich wissen, ob du mit deiner Freundin gesprochen hast, gestern oder heute. Und konnte man das denn jetzt nicht irgendwie einrenken? Nein, sie sagt, es ist, ich habe da was kaputt gemacht, es ist nicht mehr so wie früher, nicht mehr so wie vorher. Ist es übertrieben? Ich glaube, das meint sie schon ziemlich. Nein, ich meine, nach deinem Gefühl ist es übertrieben. Ich finde das total übertrieben. So wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich es auch völlig übertrieben. Also wenn man sich schon auf so eine Geschichte einlässt, dann so zu reagieren. Ich meine, man kann ja vielleicht irgendwie irritiert sein, aber dieses muss doch. Wie lange seid ihr ein Paar? Seit 6 Jahren. 6 Jahre? Ja. 6 Jahre seid ihr zusammen. Und wegen so einer kleinen Geschichte ist jetzt wirklich die ganze Sache vielleicht am Wanken oder auf jeden Fall hängt eine dicke Wolke über euch. Ja. Da muss man drüber reden können, das geht mir gar nicht in den Kopf. Ja, also ich weiß halt nicht, was ich... zu tun hat mit der anderen. Nein, sag mal, was konkret... Sie muss ja jetzt konkret irgendwas vor dir halten. Sie muss sagen, dadurch ist irgendwas bei mir jetzt gerissen. Nur wegen diesem einen Satz, den sie da aufgeschnappt hat? Ja, weil sie meint, anscheinend kann ich eben den Sex und die Liebe nicht trennen und ich hätte für die andere Gefühle entwickelt, die also unsere Beziehung belasten. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ich habe ihr dann heute gesagt, klar sind da Gefühle im Spiel mit gewesen, weil ich kann nicht mit einer Frau schlafen, ohne irgendwelche Gefühle für die zu haben, weil ich bin kein Kanickel. Mhm. Gut, aber ganz eindeutig ist, dass du nach wie vor die Gefühle zu deiner Freundin hast, wie du sie vorher hattest, vor dieser Nacht. Ja. Und dass diese Nacht nicht an eurer Beziehung, auch nicht ansatzweise ein bisschen gerüttelt hat. Nee, also von meiner Seite überhaupt nicht. Mhm. Von mir aus genauso wie vorher. Und sie glaubt es dir nicht. Nee, sie sagt, das hätte jetzt was zerstört. Das steht jetzt irgendwie zwischen uns und ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Ja, schwierig. Also wenn sie nicht zugänglich ist für das, was du sagst und vielleicht das auch gar nicht so hören will oder sich das so hinbiegt, ist es auch schwierig. Was kann man da machen? Da kann man machen, dass man vielleicht nochmal in den nächsten Tagen, ich meine, das Ganze ist ja jetzt noch sehr frisch, dass du in den nächsten Tagen nochmal versuchst, wirklich in aller Ernsthaftigkeit mit ihr zu reden und dir das klar zu machen. Ja, also weißt du, was ich ganz schlimm finde? Ja. bisschen lächerlich, aber sie hat gesagt, ganz kategorisch, sowas kommt nie wieder vor, dass wir Sex haben mit mehreren. Also wenn, dann haben wir, also... Gut, das kann man ja auch verstehen. Wenn das jetzt plötzlich nicht mehr ihr Ding ist, dann kann man das ja auch nicht erzwingen. Nee, aber es ist schade drum, weil das macht schon Spaß. Das hat schon Spaß gemacht. Okay. Das ist aber jetzt erstmal zweitrangig. Hauptrangig ist, dass ihr euch wieder einrenkt. Wenn das jetzt per Gespräch nicht geht zwischen euch beiden, dann würde ich wirklich euch dringend raten, dass ihr für 1 oder 2 Gesprächsrunden mal zu einer Beratungsstelle geht. Dass da jemand Neutrales ist, so wie ich jetzt, sitzt, der mit euch beiden redet und euch da versucht, zueinander zu führen. Sonst haut ihr euch da die Köpfe ein und jeder redet sich da fest und es geht nicht weiter. Ist meine Idee, Sebastian. Ja, also mit so einem Beratungsstellen habe ich nun überhaupt keine Erfahrung. Ja, dann rufen wir dich gleich mal an, nochmal an und geben dir ein paar Telefonnummern. Darf ich noch eine Frage stellen zu letzter Woche? Da war eine Sendung, und zwar mit dem vor diesem Mann habe ich Angst. Ja. Und mich hat unheimlich berührt, dieses Mädchen, was angerufen hat, dass ihr Vater jede Nacht kommt. Das 15-jährige Mädel aus Berlin. Genau, konntet ihr da helfen? Ja, natürlich. Wir sind natürlich direkt in der Nacht noch aktiv geworden, haben uns mit den Behörden in Verbindung gesetzt und am nächsten Tag auch. Und die ganze Sache läuft jetzt. Ich möchte es im Detail nicht sagen, was da passiert. Aber das war für uns auch sehr erschütternd, muss ich dir sagen. Auch für mich sehr erschütternd, der ich schon sehr lange hier sitze und viele Dinge gehört habe. Das ist mir auch sehr an die Substanz gegangen. Ja. Lieber Sebastian, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an.
Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss.